Moin, mein Name ist John, ich komme aus Großbritannien, also England. Ich bin 32 Jahre alt und derzeit bin ich ein Student in Hohenheim, studiere jetzt Agrarwirtschaft, also quasi Agrarwissenschaft, quasi Wirtschaftswissenschaft, also die beiden zusammen. Aber mein Interesse liegt an Umweltpolitik und Ressourcenökonomie, also wie können wir das besser benutzen. Deshalb bin ich auch, ich gerne arbeiten für Veranstaltungen, weil alles ist Mehrweg, alles ist oft benutzt. Und die Dinge, die sind Einweg. Jeder dachte, dass es ein bisschen herzerreißend ist und wir sorgen uns um das und hoffentlich können wir was später verhandeln. Also, ich würde gerne mehr Erfahrung darin haben. Also dann, wo lebt ich jetzt? Ich bin jetzt in Berlin. Wie gesagt, ich war früher in Stuttgart, aber jetzt bin ich in Berlin. Ich habe schon bewirbt zu Humboldt und warte auf den Ergebnis dafür. Also es kann sein, dass ich muss zurück zu Stuttgart kehren oder dass ich hier bleibe bis zum Ende März 2020. So, beide kann sein. Aber zumindest durch Sommer bin ich da. Und bei UCM, ich habe Anfang meiner Zeit in Berlin bewirbt zu euch und kürzlich habe ich ein paar interessante Angebote bekommen, besonders Revolverheld und so. Ich bin schon beschäftigt in Berlin, ich arbeite bei Tateinheit Cooperative, also ein Stagehands-Firm. Also wir arbeiten auf Messebau, Bühnenschaft, wir bauen Bühne, Abbau, Aufbau, viele Dinge. Ich bin auch quasi unterwegs mit meinen Rigging-Techniker zu werden, also aus Rigging-Techniker zu werden. So, ich habe schon meinen Anschlägschein gemacht auf Deutsch. Und ja, ich habe 2 Jahre Erfahrung damit. Ich bin ziemlich gut auf den Baustelle, die Kunden, alle mögen so. Also ja, ich finde ein paar Gelegenheiten, die nur die hat, sehr interessant. Also zum Beispiel die MMA Octagon am 29. Juni, Aufbau, Abbau. Ich würde beide sehr gerne nehmen und kann das bestimmt sehr, sehr rein machen, sehr sauber. Und ja, wieso anders? Weil es ist auch eine deutsche Umgebung. Ich wollte auch mein Deutsch verbessern. Es ist fließen, aber immer noch fehlerhaft. Also ich hoffe, dass ich kann das noch verbessern. Apropos, welche Sprache spreche ich? Welche Sprachen spreche ich? I'm English, so I speak very good English, with a nice accent. I was also an English teacher for a long time, so I can be very communicative in English. I can also talk to people of all levels in English if I need to. I do prefer to stay in German, but it depends on the job. If I'm doing Messe jobs, like in the Hanf Messe, I've applied for 2 different jobs there because I think it would be very fun. And so yeah, with that, the English is obviously very helpful. 我也会说中文，所以就是4年前，在我的中文很流利，可是现在还行。我最近。没有什么用法，可是我还会听得懂、看得懂，还有和中国人一起谈话。Yeah, ich kann auch Deutschsprache. Ich kann auch Chinesisch ziemlich wohl. Ich glaube B1 oder B2, aber das ist 4 Jahre her, seit ich fließend echt gut Chinesisch konnte. Aber jetzt, es ist rostig, aber es geht doch. Und ich kann mit die Leute reden. Also dann die 2 get to know you questions. Mein Lieblingsspeise, ich war Vegetarier für ein paar Jahre und so jetzt habe ich kehrt zurück zum Fleisch, bisschen Hähnchen. Und ich finde es sehr herzhaft. Ich war ein Vegetarier wegen der Umwelt und jetzt wegen meiner Studienkenntnis und Fachkenntnis, ich finde Hähnchen gar nicht so schlimm im Vergleich, besonders zu Milch oder Käse.
Also Hähnchengate, und ich finde das sehr gesund. Und wenn ich ein Promi würde, wer würde ich? Ich glaube Bjarne Mädel, weil ich habe alle der Tatortreiniger und auch Stromberg durchgeguckt und habe es immer lustig gefunden. Und er war auch einfach besonders die ganze Zeit. Also ich glaube auch, dass auf den Straße, wenn man trifft irgendwelche Leute, die irgendwelche Personen, die würden nicht böse, die würden nicht was negativ zu sagen geben. Es wird nur positives Interaktionen bekommen. Also ich finde das lustig. Ja, also Bjarne Mädel. Also, ich hoffe, dass das war, was du hofft davor. So, ciao.